Das Zeichen der Belkelel aber war die Dornrose. Berichten zufolge gehörte sie neben den Geißel und dem Schleier zu den Utensilien einer Dämonenpriesterin. Freude und unter Schmerzen verheißt sie laut den Unterlagen, die mir zur Durchsicht gegeben worden sind. Und doch wirft sich mir die Frage auf, ob denn nicht jede Rose Dornen hat. So muss ich ad secundum fragen, wo der Unterschied liegt zwischen der Rose, die doch die Blume unserer Herrin Raya ist, und die Rose, die die Herrin der schwarzfaulen Lust zu ihrem Zeichen erkoren hat. Ad tertium nun die Frage, ob man nicht denn den Umkehrschluss ziehen muss? Denn wo gibt es Liebe ohne Schmerzen? Aus dem Tagebuch von Asaban von Zorgan. Und so erwacht ihr. Am nächsten Tage, wir schreiben den 6. Firon in Keshal Nasori. Ihr habt am vergangenen Abend euch noch massieren lassen, eine Rasur bekommen, wenn ihr denn mochtet, oder verschiedene andere Annehmlichkeiten dieses Raya-Tempels in den Stein gehauen genossen. Und so seid ihr relativ gut erholt am nächsten Tage. Ja, also ich finde das eigentlich ganz nett hier. Wir sollten öfter mal solche Ausflüge machen. Leider gestattet es unsere Zeit nicht, solche Ausflüge zu öfters zu gestalten. Nun, es wäre aber ein Gewinn für unsere Gruppendynamik. Nur eine entspannte Gruppe ist eine gute Gruppe. Weil wie entspannt unser guter Serpentilio wirkt, als wäre eine Last von ihm abgefallen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schien es mir so, als hätte uns Abel mir die ganze Zeit gemieden. Nun, ihr wart ein wenig lautstark. Und nun ja, großintensiv. Ja, aber deswegen sind wir doch hier, um uns zu waschen. Als hätten wir alle nicht vorher gestunken. Ja, und Spaß zu haben. Und Spaß hat man nun mal laut. Nun, das mag unter Zwergen so üblich sein. In meiner Heimat ist es nicht so. Stille Einkehr ist hier das oberste Prinzip. Naja, also ich habe das anders erlebt. Es gab Straßenkarneval und das war ziemlich laut. Und ihr redet von Belhanker, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja. Eine Perle des Horasreich, ich sage es euch. Wollt ihr etwa sagen, dass Belhanker nicht zum Horasreich gehört, Abelmir? Ja, sie sind ein wenig, nun ja, nennen wir es aufgedreht. Es liegt wohl an dem Umgang mit der Raya-Kirche. Sie sind dort etwas, nun ja, frivol. Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Es war eine sehr schöne Stadt. Nun, man feiert dort eben gerne. Einmal im Jahr übertreibt man es gewaltig. Dort feiert man eine Feier, nun ja, wo alle Schranken und alle Stände fallen. Ungeheuerlich. Naja, wann findet das denn genau statt? Nun, im ersten Reihe natürlich. Ja. Also, naja, vielleicht schaffen wir das ja zu nächstes Jahr. Ich würde auch sagen, das ist ein hehres Ziel. Abelmir, das war ein sehr guter Vorschlag. Stille Einkehr beim Karneval. Oh, gut, dass du uns alle einlädst. Das ist wirklich nett von dir. Ja, mögen wir hoffen, dass wir alle bis dahin noch leben. Naja, jetzt haben wir ja auch Gründe. Es ist eine schöne Vorstellung, dass uns das vergönnt wäre. Wenn ich noch irgendwann ins Horasreich gehe, dann an irgendeinem anderen Tag. Ist doch schon eine schöne Vorstellung. Horasier, die alle zusammensitzen und alle die Fresse halten. Ich glaube, ihr habt da falsche Vorstellungen. Es ist der Gegenteil der Fall. Sie sind alle ausgelassen und nun ja, wie gesagt, alle Stände und Schranken fallen, könnte man sagen. Ein ungeheuerliches Spektakel. Ich als Experte für horasische Kultur muss an dieser Stelle sagen, sie zeigen sich so, wie sie eigentlich gerne sein würden, aber durch die Zwänge im Rest des Jahres gehemmt sind. Wenn ihr das sagt, Experte für horasische Kultur? Ja. Naja, wenn er das so sagt, wird er auch wohl einer sein, sonst würde er es ja nicht behaupten. Nun, lass das. Aber müssen wir schon weiter oder hätten wir vielleicht noch Zeit für eine oder andere Massage? Nun, ich bin nicht sicher, ob ich denke, die Zeit drängt. Wie immer. Nun, ich wollte noch ein paar Worte mit Asaban wechseln und wir müssen noch die Pferde bereit machen. Das ist ein wenig Zeit, aber sehr viel ist das nicht mehr.
Ja, ich werde einfach Abel mir an meinem Kopf die Schulter rangeben. Wie immer. Ah. Und schon wieder versaust du meinen schönen Ausflug, Abel mir. Ich muss ihn nicht verstehen, oder? Ja, ich bin wohl ein Spielverderber in dieser Gruppe, nicht wahr? Ja, ja, schön. Ich kümmere mich um die Pferde. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Nun, das war sehr krass. Ich weiß. Von meiner Seite ebenso. Serpentilio, wacht endlich auf. Wollen los. Hey, sicher doch. Gary, Danja, wann denkt auch gleich, können wir am Ende gleich noch nachzukommen? In Belanca, am ersten Reiher, wie wir es beschlossen haben. Es ist nicht weit bis Keshal Tarif, wenn das eure Frage war. Ich meinte eigentlich eher in Lianca. Das kommt wohl drauf an, wie lange wir uns aufhalten. Ansonsten sicher nicht länger als vielleicht 2 Tage? Hervorragend, hervorragend. Ist euch aufgefallen, dass einige der örtlichen Pflanzen entgegen ihrer Jahreszeit etwas verfrüht in der Blüte zu stehen scheinen? Dies ist vermutlich auf den Ort zurückzuführen. Er ist wahrscheinlich göttlich berührt. Unter Umständen. Frage mich. Ja, nein, nicht so wichtig. Ich habe meine Sachen, denke ich. Klaut noch irgendwie nach irgendeiner Tasche, die hier am anderen Ende des Raumes liegt. Von mir aus können wir los. Gut, dann sollten wir uns bereit machen. Ich lasse Asaban Bescheid geben, dass wir aufbrechen. Sicher wird er uns verabschieden wollen. Nun gut. Ja, so, also könnt ihr eure Taschen packen, in Richtung der Pferde gehen, die dann euch selbstverständlich gestriegelt übergeben werden. Und während Zulamin dann über die Eingangsgrotte in Richtung der Gemächer des Abtes geht, wirst du ihn dort wohl auch antreffen, wie er gerade seine Gemächer verlässt. Zieht die Tür noch einmal hinter sich zu. Ah, guten Morgen. Einen guten Morgen, Asaban. Ihr werdet es euch denken können, wir können uns nicht lange aufhalten. Pferde stehen bereits bereit. Nun, dann hoffe ich, dass ihr gut genächtigt habt. Ja, danke der Nachfrage. Aber bevor wir gehen, eine Sache noch. Ich habe nachgedacht über unser Gespräch. Wisst ihr, es gibt herzlich wenig, was uns die lachende Göttin der Ekstase verwehrt. Um ehrlich zu sein, es wundert mich bis heute, dass die Güldenländer vermochten, in ihr ihre sanfte Raya wiederzuerkennen. Und es wundert mich noch mehr, dass es trotzdem Menschen gibt, die sich ihrer Widersacherin zuwenden. Nun, jedenfalls, wenn ihr nach altem Wissen sucht und den Pfad des Schmerzes oder der Erniedrigung beschreiten wollt, dann gebe ich euch einen Rat. Reitet hinauf nach Fazar und kniet vor Reshalia Ajer Khalil, die meine Lehrmeisterin war. In Belhanka raunen sie hinter vorgehaltener Hand, sie sei eine Paktiererin der Balkalil. Und um ehrlich zu sein, ich hatte nicht erwartet, dieses Gerücht einmal als Empfehlung wiederzugeben, aber nun, vielleicht werdet ihr bei ihr finden, was ihr sucht, ohne endgültig der Widersacherin zu verfallen. Hab Dank. Ich werde diese Reise sicherlich einmal antreten. Es steckt so viel Erkenntnisgewinn in dem Schmerz. Nun gut. Des Weiteren empfehle ich euch noch einmal eindringlich, das Amt des Abtes niederzulegen. Ich denke nicht, dass es angemessen ist oder euch eine große Hilfe, wenn ihr es weiter ausübt. Aber dann reitet nach Fazar. Vielleicht wird das eure Rettung sein. Hab Dank.
viel Erfolg auf den eurigen Wegen. Vor allem, wenn ihr jetzt aufbrecht in Richtung Keshal Taref. Das Haus der Lust, der Wollust. Möge die rote Schwester euch vergeben, Asaban. Ich nicke ihm noch einmal zu und wende mich zum Gehen. So könnt ihr alle bei den Pferden kurz außerhalb der Festungsanlagen, der Klosteranlagen auf die Straße treffen. Und beginnt dann den Weg über die Passstraße in Richtung Keshal Taref zu reiten. Der ist auch ausgeschildert. Es gibt ja ein kleines verwittertes Holzschild, was wohl dann auch die Richtung weist, mit einer Meilenangabe, auch nach Smidjat oder nach Elburum, die andere Richtung nach Sorigan, nach Zorgan oder auch nach Fasar. Auch das ist ausgeschildert für die zahlreichen Pilger, die dann vor allem nach Keshal Nasori strömen. So, Rafi, jetzt werden wir herausfinden, ob es Verkiner gibt, die manns genug sind, um sich unserer Gruppe zu nähern. Ja, das wäre doch jetzt also ein schöner Morgen. Also vielleicht ein oder zwei für mich. Oh. Sie müssen schon ziemlich wahnsinnig sein, aber nun ja, es sind Verkiner. Ja, vielleicht treffen wir ja nochmal diesen Reuterherrn, wenn wir Glück haben. Sollten wir ihn nochmal treffen, dann sollten wir uns dieses Mal eine endgültigere Art und Weise überlegen, ihn loszuwerden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Da musst du aber Abelmir fragen. Ja, was? Ich hätte meinen Namen. Abelmir. Wenn der Reuter nochmal auftaucht, wie werden wir den endgültig los? Nun, ich bin mir nicht sicher. Ich vermute, eine Art Fluch liegt auf ihm, dass er ständig wiederkehren muss. Nun, wir müssten diesen Fluch finden und brechen. Dann wären wir ihn vermutlich los. Es könnten doch einfach verschiedene Leute sein, die sich alle der Arlidin der Häuter nennen. Nur so als Gedanke. Das wäre möglich, aber unwahrscheinlich. Ich fand Boltaks Idee als Übergangslösung gar nicht so schlecht. Ihn zu versteinern. Wie die Chasmaniat. So würde sich auch eure These prüfen lassen, Serpentilio. Indem wir ihn aufbewahren und schauen, ob sich trotzdem ein neuer auftut? Nun ja. Oder wir könnten ihn in Feuer verwandeln und in eine Flasche stecken. So hätten wir ihn leichter bei uns zu führen. Wäre dies denn umkehrbar? Natürlich. Nun, wird das Feuer nicht die Flasche erhitzen und sprengen? Dann braucht man eben eine Metallflasche, Abelmir. Ich dachte, du wärst so ein Mechanikus. Du kriegst da doch bestimmt irgendwas hin. Was für minderwertige Flaschen habt ihr denn im Horasreich? Nun, hochwertige Flaschen aus Glas führen wir. Auch zart. Das auch. Nun, aber wie wollt ihr eine 2 Meter große Flasche herstellen aus Metall? Hier in der Wildnis. Es reicht doch eine normal große Flasche, so eine Trinkflasche. Nun gut, wenn euer Zauber dergestalt funktioniert, dass wir einen Menschen in eine kleine Flamme verwandeln können, dann gerne. Ja, das funktioniert tatsächlich. Nun, die Größe der Flamme lässt sich natürlich variieren. Wenn ihr das sagt. Nun, hoffen wir, dass wir auf eine Verkinas oder den Häuter treffen. Ein grusamer Ausritt wäre mir sehr willkommen. Ja, Abelmir, genau deswegen bist du der Spielverderber dieser Gruppe, weil du dir immer Sachen wünschst, die sich sonst keiner wünscht. Oh, wir können ein Rennen machen. Ich habe meinen Reitstrauß und ihr auf euren Pferden und wir gucken mal, wer als erster bei Keshal Taref ist. Hm? Ihr seid euch bewusst, dass wir ein Gebirge finden? Ja, schön, oder? Gerne, macht ruhig euer Rennen. Mal schauen, wer als erster am Grund der Schlucht landet. Naja, also wenn du wirklich ein Rennen machen willst, ich bin dabei. Nun, solange wir bergauf reiten, ist das sicher möglich, auch wenn es die Tiere erschöpfen dürfte. Ja, wunderbar. Na ja, dann los, würde ich sagen. Was meint ihr? Bis dort oben zu der Kuppe? Oder bei diesem Felsen? Ich und Serpentilio holen euch dann mit nach oben ein. Dann schließe ich mich doch an. Flamin sieht plötzlich besorgt aus.
Oder vielleicht sollten wir das nicht tun. Ihr seid beide keine guten Reiter. Ich glaube nicht, dass ihr eure Pferde halten könnt, wenn wir losgaloppieren. Ich bin ein herausragender Reiter. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich bin heute schließlich schon... Ruhig, Brauner. Seht ihr, kein einziges Mal hinuntergefallen. Ich werde mit Serpentier geruhsam hinaufreiten. Wir erwarten euch dann da oben. Oder kommen nach, besser gesagt. Wir hätten ja nicht einfach eine Kutsche mieten können. Warum reiten wir nicht ein Stück vor und fangen dann erst an zu galoppieren? Klingt vernünftig. Meine Güte, Rennen mit euch sind wirklich anspruchsvoll. Ja, wir werden ein bisschen Abstand gewinnen. Wir warten dann da oben auf euch. Nun dann, viel Vergnügen. Oder Heil, Knochen und Halsbruch, sagt man? Ich gehe davon aus, wir machen das langweilig mit Regeln, also die anderen nicht vom Pferd schießen und so. Nun ja, ich glaube, wir haben schon genug Feinde, auch ohne, dass wir uns gegenseitig vom Pferd schießen. Insofern, ja? Naja, aber treten sollte wohl in Ordnung sein, oder? Ja, ja, mein Reitstrauß wird euch alle treten. Kannst du es ja versuchen. Also, treten ist in Ordnung, aber keine Waffen. Serpentier, sie sind manchmal wie Kinder, nicht wahr? Ich würde es eher als... Wie würde es Sudamin das nennen? Raya-Gefälle, Begeisterung oder so? Nun ja, das eine schließt das andere nicht aus, oder? Man kann es ihnen wohl nicht abtragen. Schließlich haben wir alle lang genug auf diesem Schiff zugebracht. Manchen scheint das weniger zu wagen als anderen. Naja, hoffen wir, dass sich keiner verletzt, ernsthaft. Nicht, somit wir nicht fertig werden würden. Ja, ich gehe davon aus, wenn jemand anfängt loszugaloppieren, geht's los. Ja, alles klar, und? Dann Reitenprobe. Ich würde sie erst einmal, je nach Tempo, könnt ihr sie euch beliebig weiter erschweren. Punkte, die ihr vorher ausgebt, würde ich euch doppelt später anrechnen. Aber die Probe Reiten ist jetzt erst einmal für den Hang hoch um 7er Schwert. Okay, ich habe schon Reiten. Du bist so ein geiler Boy. Dann Konstitution plus 7. Nein, ich bitte eine Körperbeherrschung. Ich weiche auf Körperbeherrschung auf. Die plus 10. Ich bin ziemlich sicher, für den Spruch darfst du auf Eier ableiten. ich weiß noch, was ich tue. Ist nicht mein erstes Rennen, was ich habe. Ich setze 6 ASP rein, um meinen Körperbeherrschungswert um 12 zu steigen. Das stimmt, du hast das Straußenrennen ja schon überlebt. Also ich habe Reiten auf 8. Also Boys, ich bin die ganz mies ab. Ich bin gebirgskundig. Zählt das irgendwas? Weil wir ich gebe dir 2 Punkte Erleichterung. Nicht 3, sondern nur 2. Alles klar, nehme ich so. Dann werde ich die 2 Punkte auch direkt wieder reinvestieren, um vorzuhalten. Also dann um 7 erschwert. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, ich kann keine zusätzliche Erschwernis mit rein sagen. Wir kommen auf den hinteren Reihen. Da bin ich auch. So, ich würfel einfach mal und ich schaue gleich mal nach, ob Reiten auf Körperbeherrschung abzuleiten ist, vielleicht auch noch um 5er Schwert. Wenn ja, dann sage ich die 5er Erschwernis als zusätzliche Ansage an. Aber ich würfel einfach mal. Oh, sehr gut. Der Wurf ist zumindest super. Und währenddessen schaue ich ins Regelbuch. Okay, wir schauen auf Rafim. Du hast deine Probe geschafft. Mit einem Punkt. Keine zusätzlichen Punkte. Sulamin hat die Probe geschafft. Du hast keine Ansage dir vorher gegeben. Boltax hat sie geschafft und Diamantis hat sie plus 10. Okay, ja, Körperbeherrschung plus 10 ist ersatzweise. Das heißt, ich habe ebenfalls geschafft, ohne mir eine Ansage zu machen. Hat genau, du hast es geschafft mit plus 10 und dann nochmal die plus 7, dann bist du genau bei plus minus 0. Ja, ich hätte euch alle in die Tasche gesteckt. Achso, ja, richtig. Nee, ich sehe es. Ich habe eine Ansage von 2 gemacht. Du hast die Ansage von 2 gemacht. Mit 8 Punkten in Führung, Zulamin und Diamantis mit 7 hinterher und Rafim mit 1 ganz weit abgeschlagen irgendwo anders. Warum ist Boltax so gut?
Wegen deiner Glückskunde. Weil er beim Besten gelernt hat. Glückskunde, weil er aber jahrelang gelernt hat. Ja, alles klar. Dann und weil er keinen schlechten Wert hat und eine TS. Ich sehe es, ja, ja. Dann ist Boltax ganz vorne. Schauen wir mal nach. Wir können gerne die Tokens mal anordnen. Ist ein Strauß schneller als ein Pferd? Ein Strauß? 80 km/h können die schaffen. Aber nicht mit Gepäck. Nicht mit Gepäck, nein. Aber es gibt halt schon Straußenrennen. Bessere Sprinter. So, Boltax ist ganz vorne. Dann Zulamin und Diamant ist nicht. Affin, ne? Affin? Die sind beide auf der gleichen mit 7 Punkten. Boltax hat 8 Punkte, ich habe einen Punkt. Ach so. So, und die anderen ganz gemütlich hinten rein. Also Hassan, der bleibt selbstverständlich da. Hypolita bleibt bei Rafim, die hat auch einen Punkt. Ich wollte gerade fragen. Ja, die ist auch mitgeritten, aber... Nice, Hypolita und ich landen im Fluss. Sollte ich mir Sorgen machen, dass wir eine Karte fürs Rennen haben? Ja, und so könnt ihr erst einmal den kleinen Hügel nach oben sprinten, der Straße folgen, bis ihr dann, ja, in so etwas wie einem kleinen... Ist das eine Talhöhe oder eine Senke, ein Sattelpunkt, den ihr erreichen könnt? Ihr könnt dann auf alle Fälle sehen, wie die Straße so ein bisschen nachgibt, aufschlemmt und dann ein kleines Bächlein euch dann entgegenrinnt. An diesem Sattelpunkt so ein bisschen verharrt und kleinere Teiche bildet, die sich voreinander aufzweigen und dann in verschiedene Richtungen abfließen. Während ihr dann eure Pferde so ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, nachdem ihr sie über den Hügel nach oben geprescht habt, die anderen noch ein bisschen hinter euch lassen, könnt ihr noch ein bisschen nach hinten winken, wieder Abelmir und Serpentilio relativ klein noch zu sehen sind, während ihr dann in dieses wunderschöne Tal einreitet. Naja, also Boltax, dein Strauß ist aber flott unterwegs, du. Ja, ja, das ist der gute Schnabelmir. Der ist das Laufen gewohnt. Ja, das war ein sehr guter Kauf zu den Elefanten mit hinzu. Ja, also ich muss sagen, ich bevorzuge doch Bären. Also auf Pferden zu reiten, das ist es nicht. Ich verstehe. Du warst ja auch ein bisschen, bisschen hinten dran, ne? Hab genau. Ich auch gedacht. Ja, 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 ja. Mit so einem Bär wäre das nicht passiert. Nö, da hätte ich erst mal laut gebrüllt und dann wären die Pferde aufgeschreckt und dann wäre ich davon geprescht. Ja, dann hättest du mich vielleicht sogar einholen können. Schnabelmir ist ja ein sehr, sehr mutiger Strauß. Dem wäre das bestimmt nicht so passiert. Ja, das glaube ich auch nicht. Der ist ganz anders als sein Namensvetter. Ein wenig, ja. Der hat sich ja nicht mal getraut, das Rennen mitzumachen. Naja. Zulamin Tetrell, die ihr im Pferd lobend den Hals. Ha, das war erfrischend. Also ich muss sagen, ihr habt alle so eine ziemlich komische Art zu reiten. Wenn ihr euch ein wenig mit den Füßen einfach abstützt und das fast schon im Stehen macht, geht das viel einfacher. Ich konnte sogar mit Zulamin mithalten. Es sah fast ein bisschen akrobatisch aus, was ihr da gemacht habt. Also, so ein Pferd ist nicht mit einem Strauß vergleichbar. Komischerweise ist auf einem Strauß deutlich einfacher, die Balance zu halten. Ja, ja. Die vorne, die ersten paar, dürfen gerne eine Sinnesschärfeprobe würfeln. Wen schließt du denn vorne mit ein? Achso, also Abelmir und Serpentilio nicht. Bis Rafim. Okay, also die coolen. Diamantes, du bist der Erste. Es ist noch nicht etwas, was du... Es ist so eine Art Gespür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Du guckst so ein bisschen die Berge dir an, die links und rechts aufzweigen. Und dann fällt dir auf, dass wohl die Tiere nicht mehr zu hören sind, die ehemals waren. Also nicht mal mehr die Klapperschlangen, die irgendwo in den Gebüschen liegen müssten. Aber selbst die haben aufgehört zu klappern. Du hattest jetzt die letzten paar Stunden, seitdem ihr aufgebrochen seid, hattest du sie immer gehört. Ihr seid jetzt seit 2 Stunden unterwegs, würdest du meinen. Aber selbst die kannst du jetzt nicht mehr hören.
Und dann kannst du es im Wasser erkennen, wie dort wohl ein roter Faden sich entlang zieht, der je weiter ihr geht, um sich immer mehr verstärkt. Der rote Faden im Wasser. Scheiße. Rafim, da ist was im Wasser. Hier stimmt etwas nicht. Ist das gut? Sollen wir das mal anschauen? Nun, Rafim, du bist unser Experte für Blut. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich denke, du solltest die Finger davon lassen. Schau dir das um. Hier ist es weit und breit kein lebendes Wesen. Wir sollten vielleicht unsere zwei Magier zurückholen. Ja, warte. Abelmir, jetzt beweg mal deinen faulen Arsch dahin. Hier vorne ist irgendwas, was du dir angucken musst. Ja, habt ihr euch ausgetobt? Naja, aber habt ihr gesehen, wie die davongezogen sind? Ja, ihr wart etwas langsam. Vielleicht solltet ihr etwas abspecken. Vielleicht sollten Pferde einfach größer und breiter werden, dann werden sie auch schneller. Ich glaube, in Bonn gibt es Pferde für euch angemessener Größe. Na, Bären sind das wahre Reittier. Aber jetzt schau dir das mal an, Abelmir. Das sieht komisch aus. Das sieht aus wie Blut. Vermutlich liegt dort ein Korpus im Wasser, irgendwo dort vorne.